In diesem Video bauen wir uns einen coolen Hammer. Nicht irgendeinen Hammer, sondern einen Fleischhammer. Dafür brauche ich Buchenholz, was ich nicht habe. Darum fahren wir jetzt kurz in die Sägerei meines Vertrauens. Los geht's! Fleischhammer ist nicht für mich, sondern für meine Schwiegereltern. Die wünschen sich offenbar schon lange so ein Ding. Das könnte man sich natürlich für kleines Geld irgendwo kaufen, aber es ist eine schöne Herausforderung. Ich habe noch nie einen Hammer gemacht und bin gespannt, ob ich das hinkriege. Jetzt, wie gesagt, erstmal in die Sägerei, ein bisschen Buchenholz kaufen. Das kombinieren wir dann noch mit ein bisschen anderem Holz und schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Bis gleich in der Sägerei. So, wieder zurück aus der Sägerei. Buche hatten sie natürlich nicht da, war ja klar. Ich habe stattdessen ganz tolles Nussholz gefunden, das werden wir stattdessen verwenden. Ich habe auch noch Eiche und Esche dazu gekauft, einfach ein bisschen wieder hier aufstocken. Könnte ich also auf einige weitere Projekte gefasst machen. Jetzt werden wir erstmal dieses Nussholz ein bisschen zusägen. Ich brauche drei Leistchen von etwa 2 cm Dicke, die wir dann verleimen, um unseren Kopf für den Hammer zu machen. Los geht's! Und wieder mal werde ich mitten im Projekt ausgebremst. Ich wollte gerade noch die anderen beiden Seiten von dieser Nussbaumleiste hobeln mit dem dicken Hobel. Leider streikt das Ding. Keine Ahnung, was das Problem ist. Irgendetwas scheint blockiert zu sein. Ich werde es wohl aufschrauben müssen und möglicherweise irgendwelche Ersatzteile ersetzen. Damit wir jetzt trotzdem vorwärts machen können, werde ich das Ding irgendwie mit der Tischkreissäge abrichten. Das zeige ich jetzt aber nicht auf Video, das ist mir doch ein bisschen zu unorthodox. Für euch geht es dann gleich weiter, wenn wir ans Verleimen gehen. Bis gleich. So, zwingen wir das Ding mal wieder aus.
Also ich kann jetzt schon sagen, der Hammerkopf, der ist viel zu groß. Wenn meine Schwiegereltern nicht gerade eine ganze Kuh flachklopfen wollen, dann müssen wir da dringend noch was wegschneiden. So sieht es jetzt aus. Ich würde sagen, wir hobeln gleich mal zwei Seiten und sägen den Rest mit der Tischkreissäge ab. Und danach geht es zu einem ganz wichtigen Punkt für den Fleischhammer. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil des Holzhammers. Jetzt brauchen wir nämlich diese Zacken, um später auch Fleisch flachklopfen zu können damit. Mein Quader ist jetzt 56 mm lang und 49 mm breit. Wäre wahrscheinlich einfacher, das Ganze quadratisch zu halten. Bei mir ist es jetzt halt so. Jedenfalls lassen sich beide Zahlen durch 7 teilen. Darum habe ich meine Einteilung auch entsprechend gewählt. Also das ist eigentlich immer ein Tal, sage ich jetzt mal, bei 7, 14, 21 etc. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das nachher machen könnte, wenn man die Einteilung gemacht hat. Die eine Variante wäre die Wandsäge. Ich denke allerdings, konsequenter geht ihr vor, wenn ihr euch einen V-Fräser schnappt und das Ganze am Frästisch macht. Das werde ich jetzt gleich versuchen. Ich hoffe, dass das klappt. Legen wir los. Ja, perfekt, ist natürlich anders, ist ein bisschen ungleichmäßig geworden, diese ganzen Zacken hier. Aber ich würde sagen, für das erste Mal lassen wir das durchgehen. Jetzt braucht der Hammer natürlich noch einen Stiel. Den machen wir nicht aus Nussholz, sondern machen ein bisschen Kontrastprogramm. Den machen wir aus Esche. Los geht's. Oh Mann, das war wieder eine blöde Idee. Ich habe, nachdem ich den kleinen Abrundfräser eingespannt hatte, die Idee, das Ganze wirklich perfekt rund zu fräsen, also wirklich einen Rundstab herzustellen.
Bei mir hat das leider überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es eventuell daran gelegen habe, dass ich das versucht habe, ohne den Anschlag zu machen. Jedenfalls sieht das jetzt richtig kacke aus. Ich werde jetzt das einfach mühsam von Hand rausschleifen müssen. Ich hoffe, dass das dann trotzdem noch gut aussieht. Bei euch geht es dann aber weiter, wenn wir den Stab mit unserem Hammerkopf verbinden. Bevor wir jetzt diese beiden Teile zusammen machen können, machen wir uns noch kleine Keile. Darum habe ich hier diese Schlitze eingesägt. Die kommen dann oben rein und drücken das Ganze noch ein bisschen auseinander, damit es noch besser hält. Wie gesagt, das mache ich aus diesen Owenkohl-Plättchen. Das sind irgendwelche Abfälle von Splines, die ich mal gemacht habe. Also Splines sind diese Eckkeile, um zum Beispiel Kisten, die auf Gehrung gemacht sind, zu verbinden. Und ja, daraus machen wir die Keile und dann machen wir das Ding fertig. Los geht's! Voilà, unser Fleischhammer ist fertig. Ich fand, das war wieder mal ein richtig cooles Projekt, hat mir extrem Spaß gemacht, das zu bauen. War auch eine schöne Herausforderung, hier zum Beispiel das Fräsen von diesen Zacken oder die ganze Herstellung des Stiels. War echt cool, das zu bauen. Ich hoffe, meine Schwiegereltern, die das Ding bekommen, haben auch viel Freude daran, kochen auch was Leckeres damit, ein paar schöne Schnitzel für mich am liebsten. Wenn euch das Projekt gefallen hat und meine Projekte im Allgemeinen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, was Nettes in die Kommentare schreibt. Auch gerne wieder schreiben, was ich hätte besser machen können, was ihr anders gemacht hättet, damit ich auch was Neues lerne. Noch besser wäre es natürlich, ihr würdet gleich meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Kommen nämlich sicher noch haufenweise mehr, bin ich überzeugt. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht es gut.